Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Zu früh geboren, erst recht als Major. Da es war halt. Sah für mich einfach ist ja okay. Aus wie er, okay? Ja, ist ja, ja, aber ich kann es mir doch nicht aussehen. Aber er hat mich ja gebissen. Hört mal auf die arme Shani jetzt. Nee, die hat es jetzt einmal am Tag erlebt, dass sie die Runde bis zum Ende mitgespielt hat. Vielleicht eine zweite hinterher. Kommt jetzt an oder nicht? Ja, bis so, jetzt noch nicht. Wird hier wieder erstmal das, spiel mal ein bisschen Mira, wenn ihr das. Mann, ey. Ich denke mir doch nicht die Scheiße aus, dass ich hier alles hier so schmettere. Ich denke mir doch nicht aus, die ganze Scheiße da. So, mein Lieber. Bis jetzt zum Licht. Jetzt diesmal ist ein guter. Da glaube ich dran. Hey. So, denken wir da auch noch. Oh no. Sky habe ich gerade noch gesehen. Der ist doch gerade noch mal kurz zurück zum Launchpad. War wohl sein Verhängnis. Also ich und Shani waren es dann nicht. Nee. Ich glaub, da kann außer ich Vampir. Nicht. Außer Vampir könnte natürlich Horst, sein. Vampir Horst und ich waren beim Licht. Also beim Launchpad war keiner mehr. Ich weiß, ich bin als Letzte, weil ich halt kurz AFK war, hab halt meine Tasten aus meiner Flasche aufgefüllt und komm raus. Marshi hat sich gescannt. Halt den habe ich erstmal in Knoblauch reingeschmissen. Oh, dankeschön, du warst der süße Dude. Mhm. Schön verstinken lassen. Hm, ja, ist okay. Dimon, rede nicht so viel, sonst bist du sass. Ist ja sowieso zack raus. Durchschnitt würde ich sagen, Dimon und Chris waren heute die meisten Imposter. Ja, aber Chris war es nicht gewesen. Chris ist wirklich nach oben gelaufen. Ich könnte es ja auch gewesen sein. Chris nimmt mich für den Kill auf jeden Fall raus. Ah, wow. Aber, also Olli, da killst du mich doch... einfach umgebracht. Aber da killst du mich, du doch mich aua. Lieber auf dem Medbay-Scanner, anstatt mir den Knoblauch vor der Füße zu werfen. Also... Carol hat nicht geantwortet. Geh weg. Nee, wenn nicht wenn Annika sagt, nee, Carol hat gerade gesagt, sie hat noch gesagt. Hier hast du Knoblauch. In die Fresse geworfen. ich bin für Skip. Und, Annika, wer ist vor dir gelaufen? Weißt du es noch? Shani. War doch Shani, okay. Dibble, wo warst du? Ja, ich bin jetzt weiter. Zur Cafeteria. Dummisch, gell, aber egal. Ja. Was? Annika würde Sky sagen, ja. Ob du ein Kind von ihm willst. Was? Was? Wie bitte? Ich weiß nicht warum. Er hat gesagt, ich soll das übermitteln. Ja? Was? Sky will ein Kind von Chris. Ich weiß nicht, wer von wem, aber sie wollen sich gegenseitig befruchten oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Bist ist du damit, egal. Bist du damit Compare, Annika? Wenn es ein Mädchen wird, ja. Okay. Statement. Annikas, mache. Nee, ist doch stimmt, ich soll ja voten. Ja, du kannst machen, was du willst. Hauptsache, du machst also, mal. Also. Los! Aber du machst ja wie YouTube-Videos und musst auf die 10 Minuten kommen. Alter, die gehen bis halbe Stunde. Chill. Außerdem ist es die zweite Runde, die ich heute bei erst zeigen kann, wahrscheinlich. Und wieder erwischt jemand Chris. Der nicht zass war für diesen Kill. So, mein Guter, ich vertraue dir. Würdest du niemals tun, Chris. Chris tötet keine Menschen. Chris sorgt dafür, dass Menschen... Pause. Chris macht sowas nicht. Nein. No. Macht doch chillig seine Task. Deswegen, Chris ist raus. Licht geht aus. Kiku da unten ist rum. Deswegen, der Chris ist höchstens also ein Nest, aber nee, dafür macht er halt zu gut. Ja, das hast du davon, wenn du einfach die Rundenzeit zu Ende gehen lässt. Entschuldigung, Annika, rede bitte. Er liegt, Ausgang, Cafeteria. Ausgang. Carol, Cafeteria. Wo bist du? Ich bin zwar gerade nach oben gelaufen, aber ich habe niemanden getötet. Chris, wo bist du?
Der ist ganz oben gerade gewesen. Okay, ganz oben, hab Pflanzen gestreichelt. Carol, wo warst du denn? Jetzt, also wo bist du jetzt gerade? Wo stehst du jetzt gerade? Jetzt gerade bin ich kurz davor, diese Lichtschranke zu übertreten, halt, wo es dann rechts Admin wäre und links Licht, also Electrical. Also ich bin gerade ganz oben, nach oben. Gar kein Plan. Kann auch Vampire Kill natürlich sein, gar kein Plan, aber... Ich war gerade. Was du haben gesehen? Drin. Nichts habe ich gesehen, gar nichts. Ich Carol war die letzte, mit der ich unten bei Dings stand. Carol, wie weit bist du gekommen, oben? Ach, vor der Schranke hast du gesagt, ne? Ich bin kurz vor der Lichtschranke, ja. Hör doch zu! Da kann ich dich nicht gesehen haben. Ich habe Lichter angemacht, auf jeden Fall. Ich habe auch niemanden gesehen. Also da standen Carol und ich noch an Weapons. Als Licht war aus und wir standen an Weapons und Licht ging an, als wir beide noch da waren. Also sie war auch noch da. Also falle ich für den Kill zumindest raus, wenn es ein Vampir-Kill gewesen wäre. Wissen wir aber ja nicht. Ja, und die habt mich ja beide nicht gesehen. Also muss ich ja an Carol vorbeigelaufen sein und Chris ich vor dir gekillt haben. Ich weiß nicht, wie lange Annilus tot ist. Ja, der Kill-Cooldown ist doch gerade erstmal abgelaufen. Der Kill-Cooldown ist doch abgelaufen. Ah nee, du hast auch noch Kabel gemacht, ne? Ich hab meine Mülltaste auf jeden Fall gemacht, davor Kabel, genau, bin Hochlicht an. Chris kam gerade von da zumindest. Aber für Vampir-Kill würde er vielleicht reinfallen. Aber dann... Nee, ich weiß nicht. Es ist wieder soweit. Ich bin immer noch, dass Chris es nicht ist. Also, der verhält sich bis jetzt für mich wie ein totally crewmate. Hört ihr das? Ja, aber mein Wort ist hier nichts wert in der Runde. Chris, das hast du auch noch nicht verstanden. Ja, aber ich glaube, ich kann Chris auch rausnehmen, weil der stand auch auf den Vent, so wie er es zumachen will oder so. Und ich habe ihn bei den Ballondingern gesehen und da ist er raus und dann habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Naja, also könnte man rein theoretisch sich gleich den Vent angucken. Entweder steht da jetzt eine Kamera oder ein Vent, aber Kameras verteilen ist halt. Ach, das geht glaube ich gar nicht, ne? Denke ich mal, Audi, oder? Nee, gut, das muss man. Also, wir haben ja noch nicht Mira gespielt. So, Chris, jetzt bist du die Person, die Runde zu Ende gehen lässt. Dankeschön. Oh, pardon. Klick. Klick. Drücken, nicht sagen. Ach ja, das war ja was. Er hat zu viele Tasten noch, ne? Das ist das Problem. Ah ne, unten. Was kommt das hier wieder, oder was? Ich hab oben vergessen. No way. Komm schon. Komm schon. Danke. Wer könnte sein? Machen wir den wieder. Oh, ne, das Schlüsselloch-Ding ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ah, natürlich. Darren. Shani und Olli laufen zusammen und. Ja. Nee, Junge, geh mal weg. Ganz ehrlich, Darren. Kleiner Schlawiner. Schlawinus. Warum? Ich versteh's nicht. Ich hab's doch gedrückt. Zu früh denn wahrscheinlich. Oh, was wieder? Was wahrscheinlich zu früh? Ich stand lange jetzt hier. Ich müsste mal gucken, ob jemand gestorben ist. Ach gut. Lavakel. Muss Lavakel gewesen sein. Bruder. Chris, wo bist du gerade? Im Gang. Ich wollte zu Deacon, weil ich Folgendes beobachtet habe. Ich habe den Vent oben zugemacht im Gewächshaus. Heißt, man kann nicht mehr wenden von links nach rechts. Du kannst die gerne hinwenden. Ja, aber beide Vents sind zu. Ja, aber du kannst trotzdem dahin wenden, kannst bloß nicht raus und dann darüber.
So, naja, auf jeden Fall hat Anni so einen komischen Kreis darum gemacht um den Vent und ist mir dann die ganze Zeit hinterher gestalkt und dann waren wir alle rechts und Anni war mit irgendwem, mit drei Leute waren ein Reaktor. Ja. Und also, ich war jetzt gerade auf dem Weg dorthin, um zu gucken, ob da Leichen liegen. Aber du warst doch gerade noch... Also ich sag mal, Annika ist mit mir so lange rumgelaufen, wenn die mich hätte töten wollen, hätte es jederzeit machen können. Ja, ich weiß. Ich bin im Reaktor gewesen mit Marschi und Shani. Liegen Leichen im Reaktor? Shani muss da liegen, ja. Das Ding ist halt, aber Annika hat gewotet und wenn zwei Imposter drin sind und sie ist kein Imposter, ist die Runde vorbei, weil sie wahrscheinlich mich gewotet hat. Nein, hab ich nicht. Oh, wunderbar. Weil ihr wisst gar nicht, was ich beobachtet habe. Ich habe doch reported, warum lasst ihr mich nicht erstmal reden? Du hast den Morphling gesehen, der Dylan ist? Was? Keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Ich stehe mit Dylan und Olli beim Download in Electrical. Richtig. Olli und ich gehen weg, Olli kippt um. Ich war nur mit Dylan da. Es kann nur Dylan sein. Nein! Nein! Na gut, dann eben nicht. Was ist denn deine Erklärung? Dass ich es bin? Nein. Glaube ich sogar nicht, weil du bist weggelaufen und die Leiche ist umgefallen. Und da war doch, glaube ich, ein Knoblauch, oder? Also, wenn er, also er ist nicht so umgefallen, dass du ihn hätte kriegen könntest. Und wenn er war, entweder ein Vampir von vorher, geht aber nicht, oder ein Freundeskill. Ich glaube eher, dass es ein Loverkill war. Ach so, es war ein Loverkill. Gekillt wurde drüben. Und da war halt Chris in der Nähe. Aber Chris... Aber nein, Chris war nicht bei euch in der Nähe, das stimmt nicht. Weil Chris... Dann muss es Carol gewesen sein. Carol als Morph. Ich bin von Dicon gekommen. Ich bin von Dicon gekommen. Ich bin runtergegangen. Chris ist mir entgegengekommen. Das kann er nicht geschafft haben durch Dicon durch. Wir haben immer noch zwei Imposturen und jetzt sind für mich Dylan und Anni nicht mehr. Pass auf, das... Ja, dann muss es Carol sein. Für mich ist es Carol. Für mich ist es Dylan. Ja, aber wer ist denn Nummer zwei? Ah, ich hätte auf Dylan gehen müssen, ne? Ich hätte auf Dylan gehen müssen, sorry. My bad. Hä? Cool. Es ist eine Imposter, nee. Hä? Hä? Oh, wie süß. Ich verstehe es bloß nicht, wenn ich ehrlich bin. So, Chris ist es nicht. Dann muss es ja nicht Dylan sein. Und Carol hat sich als Chris getarnt. Also Nistos. Oh. Ja, schön. Was für eine coole Rolle. Ja. Das war cool, Leute. Geilo. So typisch Annika, wenn eine Rolle für sie klappt, ne? Schon wieder? What? WTF? Dann findet sie die Rolle richtig cool, ne? Also das ist die beste Rolle des Abends. Hat sie die aber und es klappt nicht. Weil die Rolle hat mich schon mal drin. So ein Dreck brauche ich nicht. So was will ich nicht. Also, ich mag dich, aber es ist halt so weird manchmal. Aber na gut. Spielen wir einfach weiter. Bis zum dritten Mal hintereinander. Traktor. Trigger. Ah, jetzt muss ich 30 Sekunden warten. Double Kill. Ja, kein Plan. Olli liegt an Edmund Table, aber Sky war es nicht. Dann warst du's. Nein, wir waren zusammen in Electrical und ich bin gerade aus Electrical raus. Also Sky war es definitiv nicht, weil es steht noch in Electrical. Ihr anderen seid alles sass. Also ich würde Enelos auch rausnehmen tatsächlich. Er stand gerade ein bisschen dämlich auf dem Scanner rum. Das ist Chris und Carol. Shani, warte, ich habe eigentlich gar keinen Scanner, ich stelle mich drauf. Marci, schon mal, hast du heute irgendwas gegen Shani und Sky haben mich aber gesehen, wie ich noch Kabel gefixt habe im Flur. Das stimmt. Das ist einfach, dann glaube ich, ich habe halt so die These gehabt, dass wenn ich jetzt jeden glaube, Annika nimmt Skylani raus, Shani Ohosilus, dann waren halt nur noch die zwei, weil ich weiß ja, was ich bin. Deswegen, aber wenn jetzt ihr noch Chris aus dem, könnte es halt Enelos und Carol sein. Ich kann Chris nicht für den Kill rausnehmen, weil ich nicht weiß, wie lange die Leiche da liegt. Ja. Ich kann Sky rausnehmen, weil wir zusammen in einem Raum waren. Ne? Wir wissen nicht, ob es ein Loverkill war und Olli gar nicht getötet wurde, sondern Dylan. Das wissen wir nicht. Aber die prozentuale Chance ist halt gering, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, müsst ihr eh skippen. Hoffen wir, dass die Lava dann raus sind, weil dann haben wir noch eine größere Chance, das Ding zu gewinnen, und das ist halt, weil sie voten müssen.
Aber Carol muss man immer. Das Herz ist halt so süß, aber. Besser als diese komische Pedo-Locke mit dem Stab. Ich kann immer die Pedo-Brille aufsetzen, dann bin ich Pedo. So, da haben wir noch eine. Die tolle Tast. Und am wenigsten batzt das hier. Das hätte so lange gedauert, ne? So, Carol, was machst du? Das ist, glaube ich, das ist trotzdem das Problem, dass mir keiner glauben wird. Carol bewegt sich nicht. Doch jetzt. Wo lag die jetzt? Der hat in dem Mob gerade. Skype hat das Licht gefixt. Also entweder hier Sheriff Shoot oder. Nee, hat auch aber wir haben nur Inhaltstoten. Hat nur Kill Cooldown. Also das kann nicht sein. Aber die Sekundenzahl müsste hinkommen fast. Okay. Also Freunde, ich war's nicht. Ich bin aber Carrie. Der Sheriff hat 45 Sekunden, oder? Nee, 32,5 glaube ich. Dann haut's auf jeden Fall hin, dann hätte man die Chance gehabt. Aber warum soll er erstens im Dunkeln, zweitens Getümmel schießen? Vampir könnte es sein. Nee, das Licht war wieder an. Nee, Vampir ist es nicht, weil Sky hat das Licht gefixt. Genau, und dann ist er nach unten und wir waren so ein Mob aus Menschen und dann ist er tot umgefahren und wir haben umgedreht. Muss irgendwer ein Mob-Imposter gewesen sein. Dann oder Sheriff. Shani kam gerade, ist gerade in den Raum reingegangen, also würde ich sie dann rausnehmen. Ja, aber würde der Sheriff in dem Mob an Leuten schießen, dann könnte er den Falschen erwischen. Ja, aber er hat sich verklickt. Oder er hat russisch Roulette gespielt. Wen voten wir? Also, wenn du schon so fragst. Bei uns. Eher nochmal an die letzte Runde denken, oder? Ich würde halt, bleib bei meinen zwei. Also es könnte Anidus auch mit sein, weil er sich auf den Wind drauf, auf den Midbase draufgestellt hat, um sie zu pranken. Das macht er aber auch, wenn er ein Crewmate ist. Bleibt bei Carol, aber ich ist halt nur geraten. Aber was ist denn dein Alibi für die letzte Runde? Für diese Runde? Ich bin letzte Runde. Ich war halt Cafeteria, das ist halt kein Alibi. Ich war alleine und habe meine Tasten gemacht. Ja, du warst alleine. Sag ja nur für mich, ne? Du für mich. Ja, ja, für dich. Aber aus unserer Sicht, deine Argumentation ist ja schlüssig. Also sagen wir, für uns alle ist im Prinzip Carol könnte es sein. Chris, wir haben ihn zwar gesehen, aber wir wissen nicht, also wir wissen halt nicht, wie lange der Kill war. Ja. Also Chris könnte es auch gewesen sein. Shani und Horsilus nehmen sich gegenseitig raus. Sky und ich haben uns rausgenommen. Also du hast kein Alibi, Carol kein Alibi und Chris hat kein Alibi. Genau. Also müsst ihr euch entscheiden, ich gehe auf Carol. Wenn ich jetzt Marshi sasse, mache ich mich da mehr sass oder weniger? Für mich ist es auch eher Marshi, weil er so. Ja, dann habt ihr. Ist Dennis over. Nicht. Zwei Votes. Tschüss. Dann ist es nicht Carol gewesen, wenn du auf mich gegangen bist. Ui. Was doch, Chris? Ich habe jetzt zwei Taste. Wow. Wenn ihr das. Kleiner Bastard. Er drückt immer. Danke. Schon wieder? Nee. Abstand bitte. Abstand bitte. Abstand. Abstand. Abstand bitte. Abstand. Das sehe ich nicht mal. Camouflage. Ist hier schon was Grünes? Warte mal. Shani. Ja, war zu auffällig, glaube ich. Ich schaff den Download nie. Ich war fast fertig im Download. Ja, ich auch. Was war das gerade?
Wir standen am Admin-Table und irgendwer ist umgekippt. Ja. Wahrscheinlich Vampir, dann, oder? Alles da. Ich bin zuletzt dran gekommen und hatte den Report-Button. Direkt. Harry lag da. Stand alles da? Wir beide. Hat direkt den Report-Button. Ich da und noch wer. Wir beide standen gerade an den Download. Nee, ich stand da. Ich bin dazugekommen und hatte direkt den Report-Button. Ich war nicht an der Task, gar nicht. Ich bin in den Raum rein, hatte den Report-Button. Ich stand ich da nicht. Ich stand dran und irgendwer noch. Olli auch, oder nicht? Olli? Ich war weg schon gewesen. Warst du weg oder tust du nur so, als ob du weg warst? Stand da auch, nee, oder nicht? Ich stand da auch, richtig. Nein, ich bin Bad-Bay. Oh. Vielleicht Wolfling. Chris? Ja? Wer stand da noch? Stand Dylan da nicht? Carol stand da. Oder war Marshy mit der roten Mütze? Nee, Marshy stand am Download. Ja. Ja, Marshy stand am Download. Wir waren so eine richtig dicke Traube. Kein Plan. Ich war da nicht. Ich war da nicht, Freunde. Nee, sie kam von hinten drin und hat die Leiche reportet. Ich kam von hinten. Stand halt rechts daneben quasi an der Raketen, also wo du die Rakete bewegst. Ey, warte mal, Enidus, hast du dich letzte Runde auf den Madbase-Gang gestellt, hast gewartet, bis sie halt weitergeht und dann hast du sie dabei übergossen? Ich hab getrollt, um mir Zeit zu verschaffen, ja. Und hast sie übergossen? So? Ja oder nein? Olli, mach mal was. Was? Wie bitte? Skippen oder voten? Und Enilus hat meine Frage noch nicht beantwortet. So, Entschuldigung. Enilus? Ey, was ist? Hast du sie dann übergossen oder nicht? Ja, hab ich ja, danke. Gesagt. Hab ich nicht gehört, danke. War schlau. Respekt. Respekt, Digi. Muss man schon sagen, also. C, B, 3. Guck mal, jetzt sind die 3 Sekunden schon alleine, wenn jetzt jemand neben mir steht. Steht nicht. Sky könnte mich gebissen haben. Weil er in der Nähe ist. Oh Gott. Alle da. Ah. Ich finde halt den Vampir stark. Er braucht halt einfach nur vorbeilaufen. Das so. Vorbeilaufen und drücken. Das ist halt so, der Arsonist hat zumindest 3 Sekunden, ne? Wo das halt machen muss. Guck mal, wenn ich jetzt hinstelle, kann mich der auch der Arsonist übergießen und der Vampir kann mich beißen, weil hier nicht steht. Ich habe mir gerade die Gießkanne aus dem Lagerraum besorgt. Darren kommt rein und fällt tot um. Da haben wir bestimmt einen Vampir. Ich glaube, er wollte auf mich schießen. Ja, aber was hat er für einen Grund? Ja, das, also ja. Gibt es denn immer einen Sheriff eigentlich? Nee. Das ist halt 50%, glaube ich, waren es. Also ja, was ich beobachtet habe, ich hole meine Gießkanne, er kommt von unten drin und fällt vor meinen Augen tot um. Naja, wir können ja auch mal skippen. Wirklich? Ja, das ist, glaube ich, das Beste. Also, wenn es ein Vampir war, wird er nicht voll viele ausschließen? Bevor ich in den Raum rein bin, habe ich so gut wie jeden halt schon nach oben verschwinden sehen. Also eigentlich war da niemand mehr. Aber es gibt halt auch. Was weiß ich? Gibt halt auch keinen Grund, dass er auf dich schießt, also. Aber stopp, warte mal, ich muss noch was berichten. Ich habe Marshy gesehen, wie er nach unten ist zu dem geschlossenen Vent. Aber ich stehe da nicht. Marshy? Rein theoretisch könnte mich eine Person mindestens rausnehmen. Die es natürlich nicht tut. Sky hat gemorpht. Ich schon auf Sky tippen. Hat mich auch rausgenommen, ne? Oder? Hat's aber jetzt nicht. Er hätte auch sagen können, er weiß es. Hätte es eigentlich sehen müssen. Mich umbringen ist halt nicht.
der Stadt so komisch da. Macht mich halt zass, ne? Solange ich sterbe kann, wenn Shani halt eine gute ist, dann ist es fein. Wenn nicht, ist doof. Ach, schön. Wunderbar. Im... ja, Anfängerfehler. Doch, raus ist. Okay. Wie ist Marschi so schnell nach unten links gekommen? Zu Fuß. Er hat gerade noch mit mir und Sky das Licht gefixt. In der nächsten Sekunde gehe ich runter und er ist schon vor mir, unten links an der Ecke von dem Flur. Und wir waren alle grau und einer war hinter ihm und einer kam mir entgegen. Ich weiß nicht, ob irgendwer noch oben mittig im Kreuz... Die Person, die dir entgegenkam, war ich. Na, okay. Weil hinter dir ist dein Marschi tot umgefallen. So, nee, nicht, mein gerade zur Leiche entgegengekommen. Wo liegt die Leiche denn genau? Genau, vom Kreuz aus gesehen, unten links, wo Kabelfixen ist an der Wand ist. Okay, also Olli ist vorhin, als ich angefangen habe, seinen Test zu machen, ist er rechts reingelaufen ins Labor. Richtig. Aber Olli ist mit Horst und mir durch, ja, dieses Schleusending wieder raus. Also er ist nicht gewendet, falls du das jetzt meinst. Nein, ich meine nur, dass er oben rechts war, dann würde ich ihn rein theoretisch eigentlich rausnehmen für den Kill. Nee, wir sind zusammen raus, alle drei. Okay. Ich weiß nicht. Wo ist Sky hin am Licht fixen? Ah ja. Sky kam doch von, so wie ich jetzt als letztes, jetzt muss ich die scheiß Karte wieder aufrufen, einfach schon lange nicht mehr gezockt habe. Sky kam von oben und dann Richtung Dekon. Ja, naja, dann ist er mit Marchi da runter, nachdem sie zusammen mit mir das Licht gefixt haben. Aber wieso fällt Marchi dann einfach tot um neben ihm? Ja, wir hatten doch eh gesagt Vampir, oder nicht? Also wer konnte sich eben rausnehmen? Also ich war im Reaktor, ich war ganz weit also ich weg. Würde, wenn Shani das gewesen sein sollte, dann hätte sie dahin wenden müssen und wieder zurück. Also ich glaube, Shani ist es nicht. Es war auf jeden Fall kein Self-Report direkt von Chris, weil ich bin, also du, da, ich bin nämlich der graue Blob gewesen, der gerade. Ja, Marschi könnte doch bezeugen, dass ich die ganze Zeit die Vents zuklebe. Also ihr müsst Vampir worden. Sein. War ja gerade Camouflage an. Bolli als letztes da gesehen. Ich kann aber krasser Play mit Camouflage. Skies. It's over. Das ist halt diese persönliche Fehde zwischen den beiden. Was für eine Fehde? Olli kann's noch, aber... Dafür ging, glaube ich, die Runde doch zu schnell. Auch, ich glaube, Ellis hätte sowieso reported. Somit werden... Warum? Ja gut, das hat... War dazu gemacht. GG, Olli! Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Niederschnetzeln. Bis dann!